Wieder eine erfolgreiche Landung. Rafał Gelarowski wohnt nahe des polnischen Flughafens Rzeszów. Seit Russland die Ukraine angegriffen hat und der Westen Hilfstransporte startete, bieten sich für sein Hobby Flugzeugfotografie hier täglich reichlich Gelegenheiten. In der ganzen Geschichte dieses Flughafens landeten hier vielleicht insgesamt 10 Jumbojets. Und nun plötzlich gab es Tage, dass bis zu 10 Jumbojets täglich kamen. Über den polnischen Flughafen geht auch ein wichtiger Teil der westlichen Waffenlieferungen in die Ukraine. Militärflugzeuge parken neben Billigfliegern. Das US-Militär schützt die Nachschubbasis mit Flugabwehrraketen. 10.000 NATO-Soldaten seien derzeit in Rzeszów stationiert, heißt es. Aber auch aus der Ukraine kommen Transporte an. Kranke und Kriegsopfer gehen zur Behandlung in die EU. Wie der ukrainische Soldat Andriy, der eine Handprothese in Spanien bekommen soll. Du gehst morgen nach Spanien. Ich bin glücklich. Ich habe nicht geglaubt, dass sie mir eine kostenlose Prothese machen würden. Für Anna Bublik, die Patienten aus der Ukraine zur Versorgung hierher bringt, spielt Rzeszów in diesem Krieg eine zentrale Rolle. Dieser Ort ist aktuell für uns sehr wichtig. Diese Stadt hat uns seit dem ersten Tag des Krieges aufgenommen und hilft uns und unseren Patienten. Wir sind den polnischen Kollegen und allen, die sich hier beteiligen, sehr dankbar. Von der neuen Wichtigkeit und den vielen internationalen Gästen profitiert die Stadt wirtschaftlich. Vor allem Hotels und Gaststätten, wie dieses italienische Lokal. US-Präsident Joe Biden ließ sich bei einem Truppenbesuch hier eine Pizza backen. Seitdem steigt die Zahl der Gäste. Und Biden hat jetzt in Rzeszów eine eigene Pizza-Variante. Die Pizza Scharfer Joe hat Champignons, Oliven, Peperoni und Jalapenos. Joe Biden hat ihre Schärfe gespürt. 200.000 Menschen wohnten in Rzeszów vor dem Krieg. Nun gibt es hier zusätzlich 10.000 Soldaten und ungefähr 30.000 Flüchtlinge aus der Ukraine. Für die meisten Bewohner sind die vielen Fremden kein wirkliches Problem. Doch, man sieht mehr Menschen auf der Straße oder in den Bars. Aber sie sind keine Gefahr. Leider haben sie Krieg bei sich und wir müssen sie aufnehmen. Eine andere Wahl haben wir nicht. An Arbeit fehlt es bei uns nicht, aber ich finde, dass diese Menschen unseren Arbeitsmarkt unnötig belasten. Ich finde es nicht so gut. Wir sind einfach viel mehr Menschen geworden. Vielleicht sind wir auch bekannter in Europa als zuvor, aber ansonsten ist alles normal. Auch Bürgermeister Konrad Fiołek hat sich mit der neuen Rolle seiner Stadt angefreundet. Normalerweise sind wir eine nicht zu große Stadt an der EU-Grenze. Aber jetzt sind wir mitten in einem historischen Wirbelsturm. Und er macht sich schon Gedanken über die Zeit nach dem Krieg. Heute ist Rzeszów eine strategische Stadt für die Hilfe für die Ukraine. Genauso versuchen wir uns darauf vorzubereiten, auch im Prozess des Wiederaufbaus einer neuen Ukraine eine Schlüsselstadt zu sein. Dazu aber müsste der Krieg erst einmal enden. Angst, selber zum Ziel zu werden, haben sie in Rzeszów nicht. Auch nicht Planespotter Rafał Gelarowski. Weil amerikanische und britische Soldaten hier sind, können wir uns ziemlich sicher fühlen. Denn wir sind ja Teil der NATO. Die vielen Fracht- und Militärflugzeuge derzeit würde er nicht vermissen. Denn dann wäre ja wieder Frieden.